Du willst zuhören, gell? Jo, jo, ich mach nur ein Netz, das kann ich abnehmen. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Ihre Plätze einzunehmen. Ich darf Sie bei der Bürgerversammlung heute hier begrüßen. Mein Name ist Notwitscher Michael, bin der Klubobmann vom 10. Bezirk und der Eichhörer-Verein. Wir haben uns nach massiven Beschwerden über islamische Zentren haben wir uns entschlossen, dass wir diese Bürgerversammlung ins Leben rufen. Herausgekommen ist nichts, weil sie keine Probleme gegeben hat. So kann man auch umgehen. Es ist nicht gut, es ist nicht gut. Pensionierten-Schein Österreich, das ist das Problem. Viel zu viele außereuropäische Muslime in Österreich, das ist das Hauptproblem. Die Fressen sind ja da. Das erste islamische Zentrum, das hier angeführt ist, das ist die, das islamische Zentrum Al-Ulu in der Gernersdorfer Gasse. Gibt es jemanden, der sich zu diesem Thema äußern möchte? Vielleicht gibt es jemanden, der im Zuge der Diskussion zu diesem islamischen Zentrum noch was sagen will. Wir lassen uns einmal offen und gehen einfach zum zweiten Punkt, zum zweiten islamischen Zentrum weiter. Das ist das islamische Zentrum in der Götzgasse 11/2. Dann würde ich um eine Wortmeldung bitten. Stört, dass der türkische Staat politisch eine Parallelgesellschaft in Europa zu errichten hat. Euer Internat im Sommer, ich habe Sie 100 Mal angerufen. Entweder waren Sie auf Urlaub oder irgendwo. Sie haben nie etwas gesagt. Sie haben immer gesagt, Papa, ich werde mich schlau machen. Das waren Ihre Antworten. Und heute ist es wirklich so, weit ich daher. Ich kenne nur den Namen von Herrn Halle, den Vornamen. Wir können jetzt leben, weil es wirklich von innen aus etwas ruhiger geworden ist und es ist besser. Aber das ist zu danken dem Herrn Florian Schiffer. Was kann man da machen? Kann man die Reaktionsverfahren weiter fortsetzen, den Dialog einfach mit den Herrschaften von der islamischen Zentrum aufnehmen, dass die vielleicht selber auch schauen, dass man da zu einer Bereinigung kommt? Ja, ich glaube, wir müssen sehen, dass wir es hier im nächsten Wahlkampf zu tun haben. Ich finde übrigens das Auftreten von der Bezirksvorsteherin katastrophal. Also die Arroganz der 100 Kriminelle, die da Leute nur aufregen. Aber was hier passiert ist, dass die FPÖ probiert, den nächsten Wahlkampf zu beginnen. Ich komme aus der Brigitte Nau. Das heißt, ich kenne die Geschichte rund um die Dammstraße sehr genau. Und ich weiß, was dort passiert ist. Nämlich, dass die FPÖ mit einer widerlichen, rassistischen Propaganda jeden Versuch von Dialog im Bezirk verhindert hat, die Stimmung im Bezirk aufgewiegelt hat. Und ich kann Ihnen nur sagen, der FPÖ sind Parkplätze scheißegal. Es sind ein völlig wurscht, wie laut oder ruhig es in einem Bezirk ist. Die wollen Wählerstimmen keilen gehen, darum geht's. Und das Ergebnis bei mir im Bezirk war, dass ein Nazi-Mob von Neonazis durch den Bezirk gewandert sind, spaziert sind, Frauen dort belästigt haben, als Kopftuchfotze beschimpft haben und beschimpft haben und ähnliche Dinge. Ich kann nur sagen, wenn man versuchen will, Probleme zu lösen, und die eine Dame vorher hat gesagt, es geht ja offensichtlich, wenn man miteinander redet, dass man versucht, Sachen zu lösen, ja, dann kann ich sagen, versucht alles, um die FPÖ draußen zu halten. Die ist die Garantie dafür, dass alles schlimmer wird, dass es keine Polarisierung gibt, dass es widerlich wird und dass kein einziges Problem gelöst wird in dem Bezirk, weil der FPÖ ist nur um Wählerstimmen und sonst gar nicht. Okay, danke schön. Sie sind integriert, ich bin integriert.
gibt. Ich bin Europäerin, ich bin Österreicherin und ich bin Muslimin und das ist kein Widerspruch in sich. Aber Sie reden davon, von wegen, Sie wollen sich nicht integrieren, Sie sollen endlich mal Deutsch sein. Ich rede Deutsch, aber Sie erkennen mich nicht als Österreicherin an. Wenn ich zu Ihnen sage, ich bin Österreicherin, schauen Sie mir deppert an und sagen, nein, sind Sie nicht. Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft, ich bin Österreicherin. Und nur weil ihr Kunstwegen drauf habt, sind wir lang nicht, dass ich keine Österreicherin bin, nur damit es klar ist. Zweitens einmal. Sie reden davon, dass man typische Männer erziehen soll. Stimmt, haben Sie absolut recht. Absolut stimmt. Die fehlenden Mütter müssen ihre typischen Männer endlich mal erziehen. Aber was ist mit den Männern, die draußen mich anmachen und deppert machen und mir richtig ins Gesicht halber spucken? Und wieso? Weil ich auch so frage, wer zieht ihre österreichischen Männer? Wer zieht die? Okay, danke. Nur vielen Dank. Es gibt Probleme, ja. Ja, die gibt es in jeder Gesellschaft. Und ich sage, es gibt Probleme in diesen ganzen islamischen Zentren, ja, aber die haben gelöst. Und so wie Sie an diese Sache herangehen, durch Buhen und von wegen auf einzelne Personen losgehen, werden diese Sachen nicht gelöst. Okay. Machen Sie mal Ihren Kopf auf, wollen wir mal überhaupt Sachen akzeptieren und dann von wegen, Sie sind nicht die Es ist offensichtlich ein Problem, das wirklich ernst zu nehmen ist. Man weiß nicht, was passiert mit dem Busch. Wir haben eine halbe Stunde Arbeit. Ist verunsichert. Wir haben das auch erkannt und haben deswegen für den nächsten Samstag, das ist der letzte Iftar, das letzte Fastenbrechen im Monat Ramadan, alle unsere Nachbarn schriftlich eingeladen. Wir möchten diese Einladung auf alle hier Anwesenden im Saal erweitern. Also nächsten Samstag, so circa um 19 Uhr gibt es bei uns in der Gutholzstraße 115 im zweiten Stock ein Essen für jeden, der kommt. Und gleichzeitig Moscheeführung und Fragen der Am Freitag ist die Einladung für die Eckenreichkasse. Das ist am Samstag in der Gutholzstraße, am Freitag in der Eckenreichkasse. Um 19 Uhr, genau.